Hey und ho, liebe Minenarbeiter und Innen, ich bin hier immer noch im Goldeital an unserer besagten Höhle. Nicht der Goldeihöhle, sondern einer anderen, die hier noch direkt neben unserem Tunnel lag. Wer das verpasst hat, kann ja natürlich in den letzten Folgen nochmal reinschauen. Hier geht's nach Hause, nach Bad Schönfels. Wunderschöner Ort. Ja, ich habe jetzt hier mal so ein bisschen weiter gegraben. Ich wollte jetzt hier diesen Eingangs- und Ausgangsbereich von dem Tunnel ein wenig umgestalten, sodass man hier einerseits schön in unsere Höhle kommt. Mit der Tiefbohrung, ja, wir haben da unten eine Slime-Höhle. Das hat auch wunderbar funktioniert. Also bin ich immer noch sehr glücklich. Ich wollte das jetzt hier nur etwas großzügiger noch gestalten bei dem Runterlauf. Habe ich denn jetzt auch noch... Da sind sie, die Koppelstein-Halbsteine. Und ja, wie machen wir das denn jetzt hier? Das hacke ich hier jetzt noch weg. Das ist schön. So, ja, ich habe richtig was geschafft bekommen. Ich habe unten noch ein bisschen in dieser Vorhalle direkt mal losgelegt und so ein bisschen rummodelliert. Das zeige ich euch gleich. Jetzt will ich hier nochmal eben meine Idee festhalten. Was ist, wenn man das dann auch in dieser Reihe... Ja, das ist eigentlich nicht schlecht. Machen wir das mal eben. Es soll ja jetzt hier ins Goldeital auch gemütlich hochgehen, ohne irgendwelche fiesen Hüpfereien über irgendwelche Lehmblöcke. Schauen wir uns das einfach mal an. Ja. Warum nicht? So, jetzt geht's hier los. Jetzt machen wir noch die Erde weg. Ich will es natürlich auch schaffen, bevor der Abend jetzt kommt. So, das ist klar, ne? Ich bin auch ganz entspannt jetzt so. Ihr merkt das schon, ne? Gar nicht mehr so aufgekratzt wie oft. Ne, das war einfach eine erfolgreiche Session. Ich drehe immer in Sessions und fallen dann mehrere Folgen an und ja, klappt jetzt mal so ein bisschen was. Wir hatten schöne Erfolgserlebnisse. Ich hoffe, es war auch schön lustig und interessant vielleicht, ne? Irgendwie, dass ihr vielleicht auch mal anfangt oder die eine oder andere Idee habt, ne? Ja, auch wenn ihr vielleicht Minecraft gar nicht kennt und nur so ein bisschen zuguckt jetzt, ne? Irgendwann kauft ihr euch das und dann ist alles schön. So, ich weiß, das dauert immer total lange, wenn man hier so Halbsteintreppen baut, ne? Normalerweise würde ich da eine so zwei Stufen hinsetzen und fertig, aber nee, das ist ja immer hier... Also mache ich das auch hier mal so ein bisschen versetzt, ne? Dass das nach oben hin immer schmaler wird. Habe ich denn noch eine Schaufel dabei? Aber hallo, natürlich. Ja, genau. Und dann das hier wieder versetzt. Oben ist es dann ganz schmal. Irgendwie, dass sich das so ein bisschen im spitzen Winkel oder keine Ahnung, was für ein Winkel da mal nach oben weghaue. So, pass auf, jetzt hier noch. Das muss jetzt hier mal gehen. Ja. Und direkt wieder den Koppelstein-Halbstein. Das entwickelt sich langsam zu meinem Lieblingswort. Ne, Koppelstein-Halbstein. Ja. Jawohl. Das war jetzt falsch. Da sollte noch was stehen bleiben. Genau. Genau so. Genau so. Und aber nach oben hin kann alles weg. Haben wir es aber gleich geschafft. Komm, gleich sind wir oben. Da noch ein bisschen weg. So. Das natürlich hier alles wieder weg. Wenn es dunkel ist, können wir dann auch in die Höhle reingehen. Mal gucken, was ich da so gebaut habe. Ah, allerdings weiß ich dann sonst nicht, was wir da noch machen wollen. Hier passt nochmal Schönstein hin. Keine Ahnung, was wir da noch zu tun haben da unten. Mal gucken, ob Slimes wieder nachgewachsen sind. Das könnte natürlich sein, dass mal wieder ein paar Slimes gespawnt sind. Das wäre schön.
Sticky Pistons können wir jetzt auf jeden Fall schon bauen. Haben wir natürlich ordentlich abgesahnt. Hehe. So, jetzt noch hier. Tak, 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 tak. Wo ist denn die Sonne? Da ist die Sonne. Ja, komm, das kriegen wir noch hin. Das kriegen wir noch hin. Ab und zu hüppelt aber noch mal irgendwie so ein Knochentier da, so ein Skelett oder so, ne? In die Höhle rein, kam mir vorhin auch eins mal entgegen. Ich war dann ganz cool, ne? Bin ganz cool geblieben. Ist mir auch nichts passiert. Jetzt geht uns gleich, dass wenn das nicht bald mal oben ist jetzt hier, ey, dann krieg ich aber die Krise. Langsam krieg ich schon wieder ein Herz. Ja, wir spielen Minecraft. Wunderschön. Lalala. Kein Stress. Ja, kein Stress. Alles relaxed. Jetzt sind wir da und jetzt, ja, ja, komm. Das habe ich jetzt schon dreimal gesagt, ich weiß. Aber jetzt kriegen wir es echt hoch hin. Jetzt kriegen wir es hoch, ne? Das will ich auch hoffen, aber... Ja, Schaufel kaputt. Den Rest müssen wir jetzt mit Handarbeit erledigen. Hat ja auch was für sich. So. Und jetzt noch eine Stufe kommen. Die Sachen, die machen wir jetzt noch. Ja, könnte man hier gucken, dass man da ja auch mal irgendwie. Oh, da liegen ja noch Items. Was ist denn da los? Ne, der nicht. Der hier. Was ist denn da nur los? Und nochmal Stufen drauf. Schön. Aber ich sage, komm, hier machen wir hier mal Erde rein. Und hier noch... Oh. Ja, ist aber nicht zu glauben. Ey, du machst uns das jetzt nicht kaputt. Ah. Ja gut, aber er hat gehört. Ey, er hat mich da jetzt auch... Ich habe doch einen Bogen gehört. Es kann doch auch nicht sein. Es ist doch gerade... Wird es erst Abend. Und es war ein schöner Wettertag. Die Items hole ich mir. Jetzt sind sie natürlich weg. Ja, super. Jetzt sind sie natürlich weg. Ich verdrück mich hier, liebe Freunde. Ja, ich verdrück mich hier. Wir wollen mal jetzt nicht wieder so ein Desaster erleben. Ja, guck mal, jetzt rennen wir mal rein. Ne? Ich finde das hier oben, finde ich das so cool, wenn das so noch so rau ist. Noch nicht so sehr, ne, angepasst. Hier habe ich dann angefangen, allmählich mal so ein bisschen die Decke zu modulieren. So, dass man es schon mal sieht. Ah, hier war mal jemand, ne? Die Werkbank können wir vielleicht irgendwann mal wieder mitnehmen. So, und jetzt bin ich hier gerade am Bauen. Ja, die Halle ist soweit fertig. Ja. Ich hatte jetzt die Idee... Ah ja, komm, das schaffen wir. Ich hatte die Idee... Ach komm, wir gehen mal eben runter. Das ist jetzt auch egal. Ach Moment, ich komme hier gar nicht... Ach, nee, das geht überhaupt nicht, was ich euch erzähle. Denn ich habe mich eingebaut. Ich habe mich eingebaut. Hier war ja unser Gang. Ja, da habe ich jetzt die Säule hingebaut. Die sollen jetzt alle... Sollten die so aussehen. Ja. Und hier wollte ich jetzt so ein Treppen... also Leiternabgang machen. So mit schön und überhaupt. Und deswegen brauche ich jetzt dringend ein wenig Material. Ich wollte jetzt hier in der Höhle schlafen. Und ich habe mir eine kleine Schlafkammer gebaut. Ganz unten da, ne? In unserem... Ja, komm, einfach weiter rennen. Ah, hier kommt man jetzt ja auch wunderschön rein. Wunderschön, ja, das ist gut so. Ja, ich habe mir da unten auch jetzt ein Bett hingestellt, aber da kommen wir jetzt gar nicht hin und das nützt auch nichts, denn ich brauche auch noch sehr gerne Pinienholz. Ja? Ich mag unheimlich diese Pinienbaumstämme, die so dunkel sind. Die habe ich auch in meinem Texture-Pack überhaupt nicht verändert. Genau wie die anderen Holzstämme auch. Ich check mal eben... was wir hier lassen können. Auch eigentlich haben wir nichts wirklich Verstopfendes. Machen wir uns noch mal eben hier so ein paar Halbsteine, ne? Ja. So, einfach noch ein paar Stück. Dann haben wir noch ein Weiche in der Tasche. Die blöden Federn, die verstopfen einem immer irgendwelche Slots, ey, so. Lassen wir die mal hier. Gehe ich mal eben schlafen. Genau, dann am nächsten Tag,
also morgen praktisch, können wir uns dann mal nach Pinienholz umsehen. Und ich weiß auch schon wieder, wo ich herde. Ich sage, oh, langsam, langsam. Ich weiß, woher ich Pinienholz bekommen kann. Und zwar habe ich schon in einer Drehpause letztens mal, ebenso wie mit den Birken, habe ich auch ein paar Pinien hingestellt, allerdings oben. Schon mal die Axt nehmen. Allerdings oben hier in unserem Garten oder hinterm Garten vielmehr. Da müssen wir natürlich auch mal weitermachen hier, ja. Das wird ja auch mal Zeit. Hallo! Ah, Moment, Gefahr, Gefahr, ey. Nicht so. Ah, okay, das ist schön. Ach, ein braunes Schaf auch. Mensch, toll. Ey, hallo, hallo, hallo! Hallo! Oh, ist ja wohl nicht zu glauben. Du bist ja auch was ein dummes Tier, du. Aber du nicht, ne? Du gibst uns schön deine Holzwolle. Ach, ich habe immer noch mein extra Texture Pack gar nicht an. Ja, super, toll. Ist auch gerade mal eben gestorben. Wo ist denn? Da war doch eben noch ein Schaf, ne? Na, sowas. Ja, oh, gefährlich hier. Man sieht nichts. Da unten ist es. Da unten ist es. Höppeli-pöppel. Mit dem Klöppel. Gut, Texture-Pack habe ich gar nicht extra drauf, aber im Moment ist das nicht so wichtig. Oh, da ist noch eine Spinne, aber die sollte mich eigentlich jetzt nicht mehr im Visier haben. Ey, ist die doof oder was? Es ist doch tagsüber. Die hat mich doch noch gar nicht gejagt. Hallo? Glaube ich ja nicht. Die werden ja wohl immer dreister. Toll, und ich habe nämlich jetzt auch keine Koteletts dabei und gar nicht, nur noch ein halbes Herz zu leben. Ich glaube es ja nicht. Also wahrscheinlich, weil es unter dem Baum noch so unheimlich schattig war. Ja. Da kommt das wahrscheinlich her. Jetzt muss ich erstmal was essen. Tut mir leid, aber so mit einem halben Herz kann ich echt nicht rausrennen. Das gibt nur wieder eine Blamage und dann lacht ihr mich wieder aus. Ach, nehmen wir auch direkt wieder welche mit. Braten können wir dann auch mal wieder. Ah ja, komm, dann muss ich aber zwei Stück essen, auf jeden Fall. Ach, demnächst haben wir auch noch den Hungerbalken. Weißt du, dann sind wir nur noch am Essen und am Essen und kriegen nichts mehr geregelt. Ah, ich sehe es schon kommen. Nein, ich will jetzt aber jetzt hier nicht schwarz malen. Ja, das ist, ich bin ja mal gespannt. Ich bin ja mal. Wieso renne ich da eigentlich immer so komisch um die Ecke, dass ich nicht rumkomme? Ach, da befassen wir uns jetzt nicht mit. Ist auch alles noch nicht so wirklich schön gemacht hier, ne? Also hier der Bereich, okay. Müsste man natürlich auch noch ein bisschen mehr mit, was weiß ich, Hölzern arbeiten. Ist natürlich sehr teuer, wenn man immer Baumstämme verarbeitet, ne? Die Bretter wären ja billiger. Also, beziehungsweise aus einem Baumstamm bekommt man ja so viele Bretter raus. So, da unten, da hinten die Pinien. Ja, die habe ich gepflanzt. Und die schnappe ich mir jetzt. Ein bisschen gefährlich hier noch. Aber was soll's, so ist das nun mal. Wir spielen hier Minecraft. Und da kann schon mal was ins Auge gehen. Oh, eine ganze Menge. Okay, dann wollen wir mal gucken, dass wir die alle. Versuchen wir dann zu denken, dass ich den untersten Stamm stehen lasse. Dann kann ich da drauf hüpfen. Für die obersten, weil Pinien sind oft sehr hoch, ne? So, jetzt kann er auch weg. Ah, inzwischen sehe ich mich da doch gar nicht mehr. Natürlich, das Laub brauche ich einfach weg. Kann man auch noch mal mit der Zange ran. Aber, das mache ich irgendwie nie. Das lohnt sich ja noch nicht. Ja, das mit 1,8 lohnt sich das richtig. Also für mich jedenfalls. Ich könnte das natürlich anders machen. Aber, das ist einfach so, wie ich spiele. Ich habe so meine eigenen Empfindungen. Och, ein Wolf. Hallo Wolf. Na? Was willst du? Was willst du, hä? Ich hab nichts zu fressen. Außerdem will ich immer noch keinen Wolf. Ja, das ist immer noch, die sind mir immer noch ein bisschen zu nervig. Und außerdem, wenn man die nicht mitnimmt, dann tun die mir immer so leid, weil die so einsam in der Gegend sitzen. Boah,
ich muss mich hier ranhalten, ja, nicht jetzt hier so warten. Ich will die ganzen Bäume hier mitnehmen. Ich brauche das Holz als Deko. Ja, das ist unten in der Höhle, wenn ich da so Türdurchgänge und so sowas mache, ja, dann das sieht schön aus. Das sieht immer sehr rustikal aus, dieses dunkle Holz. Haben wir denn auch schon Setzlinge dabei, ja? Direkt wieder einen hin. Da auch. Hier stand, glaube ich, auch einer, ne? Ah, da. Ein ganz großer. Das ist super. Wir sind die lustigen Holzackerwurm. So. Das ist, braucht immer... Ah, noch einen. Ach du meine Güte, nee. Ein ganz großer hier. Ist aber gut. Jetzt ist aber hier noch. Und unten ist noch ein Stamm, noch eine Wurzel. Wieder ein rein. Jawohl. Ja, das ist doch super. Ach, guck mal hier auch ein paar. Die nehmen wir alle mit. Zu kostbar, die. Passt das? Zu eng, oder? Wo war denn das jetzt? Hier. Ah, hier zumindest hinstellen. Und ja. Naja, warten wir mal ab. Wir werden es ja sehen. Habe ich hier Knochen dabei? Wenigstens 2, 3 habe ich dabei, ne? Guck mal, dann können wir auch direkt mal ein bisschen düngen. Hoho. Ja, super. Mittendrin im Baum. Ne? Weiß nicht, wie viel Holz habe ich denn jetzt überhaupt schon gesammelt? Ich brauchte erstmal 20 Stämme. So. 20 Stämme. Komm, den nehme ich noch mit und dann ist gut, ja. Ich will ja jetzt hier auch nicht die ganze Zeit nur Bäume fällen in so einer Folge. Das ist ein bisschen dumm. Also ich mache das natürlich gerne, nur ob ihr... Ach, ein schwarzes Schaf. Ja, du bist aber aufdringlich, ja. Du kannst gar nicht erwarten, ne. Ist ja auch so warm in der dicken Wolle, ja. So, jetzt ja viel schöner, ne. Ja. Und direkt wieder am Baum hin. Und die kleinen Setzlinge mitgenommen. Dann können wir die auch gleich wieder einpflanzen. Ja, komm, das ist erstmal schön. Was habe ich denn jetzt an Stämmen? 52 schon. Och. Kinders, da merkt man gar nicht, wie die Zeit vergeht. Ja, da komm, dann machen wir jetzt gut hier. Holen wir uns noch ein Schwein, ja. Machen wieder ein bisschen Nahrung. Ja. Sehr schön. Ja, gut. Das ist sehr schön. Noch einmal durchrennt der Wolf. Der rennt da auch noch rum. Nein, nein, den hole ich mir nicht. Und vielleicht können wir auf dem Rückweg auch noch mal irgendwo... Guck mal, hier sind überall noch Setzlinge. Müsste man alles mal ein bisschen gezielter machen, damit ich die Bäume nicht immer so suchen muss, ne? Jetzt aufpassen, dass ich hier nicht ins Loch falle. Hier ist doch irgendwo so ein Loch. Na, wo denn? Hier. Okay, dann mal wieder ab nach unten. Ich würde sagen, ja. Dann zeige ich euch auch mal, was ich... Ja, das mache ich auch noch. Das können wir noch machen. Und zwar, wie ich die Eisenbahnstrecke verlegen möchte. Und zwar, Bäume kommen da hinten hin. Jawohl, hier rein. Bone Meal und das Zeug hier, alles, was uns das Inventar vertopft. Ja. Oh, da ist ja noch schwarze Wolle dabei. Haben wir denn schon 14 schwarze Wolle in, was weiß ich, fast 70, keine Ahnung, 65 Folgen. Ne? Hier ist noch Wolle. Die braune Wolle lassen wir auch hier.
Ach Mensch, Leitern muss ich herstellen. Leitern muss ich ganz viele herstellen. Machen wir jetzt aber Erde können wir auch noch mal hier lassen. Das ist zu viel Erde. Wird einmal mit uns rumschleppen. Und zwar aber aus normalem Holz. Ach, hier habe ich ja auch noch dunkles Holz. Ist ja auch gut. Ja, pass auf. So. Leitern ohne Ende. Leitern ohne Ende. Jetzt mache ich mal richtig Leitern hier. So richtig schön. Erstmal Stöckers, ne? So. Da kommt die erste Lage. Da haben wir schon mal 16. Dann nochmal zwei dazu und dann kommt der nächste Stapel drauf. Das ist herrlich, ne? Wenn das so funktioniert. Das ist aber jetzt auch nicht schwierig. Das kriege ich gerade noch hin. Da können wir noch eine Leiter von machen. Warte mal, wie viel haben wir denn dann? Ah, komm, das reicht aber jetzt auch. Ich glaube, das reicht auch erstmal. Gut, dann lass das Holz hier. Ich habe in der Höhle auch noch Holz. Ja, brauchen wir jetzt nicht hier alles mitschleppen. Ja, gut. Wie war das mit Halbstein? Auch alles klar, okay. Ist schon wieder völlig. Ach, komm, nee, dann schlafe ich eben. Das ist jetzt blöde immer. Sonst, ne? Genau deswegen. So. Einmal geschlafen. Nun mach mal voran hier. So. Ich hatte jetzt den Eindruck, der schläft in Zeitlupe. Unser Steve. nicht stehen bleiben. Ist immer die beste Lösung. Nicht stehen bleiben. Einfach durchrennen. Was wollt ihr euch zeigen? Ja, wie ich denn plane, den Eisenbahntunnel zu machen. Obwohl, das ist jetzt ein bisschen knapp. Er wollte ja noch in die Höhle runter. Ach, da zeige ich euch beim letzten Mal. Ach Quatsch, beim nächsten Mal. Beim letzten Mal zeige ich euch auch was, wenn ihr nochmal zurückblättert in das letzte Video. Ne? Ich werde jetzt auch schon langsam so ein bisschen wieder so. Was ist los, hey? Ne? Und, eine Schaufel hätte ich noch machen sollen. Ja, aber das war jetzt nicht so wichtig. Das ist ja schon mal sehr interessant hier. Das finde ich irgendwie wirklich cool. Ja, wenn man jetzt hier so ankommt, so, ey, ne? Voll die Treppe. Dann rennen wir hier runter. Gucken uns das an. Gar keine Viecher hier. Ich will das ja jetzt nicht so laut sagen, ne? Ja, aber ist die Frage, wie kommen wir jetzt da durch? Ich glaube, ich hau hier einfach hier mal eben so einen provisorischen Gang durch. Irgendwie so. Ja, ich habe gesehen, dass da noch Silber in der Wand ist. Ne? Da habe ich schon dreimal liegen lassen. So, jetzt sind wir nämlich im alten Gang hier. Ah, vielleicht auch mal hier wieder noch eine Lampe hin. Klink. Hier kommt mir immer mal wieder so ein Halbtoter da entgegen. Gut, aber hier haben wir jetzt auch inzwischen so eine Treppe. Ein bisschen billig, so eine Billigtreppe, ne? Und dann habe ich hier eine große Leiter reingebaut. Hui, da können wir aussteigen. Hier ist meine kleine Schlafkammer, ne? Ist gemütlich, ne? Ja, der richtige Butler, der braucht nicht mehr zum Glücklichsein. Ja, das reicht ihm. Das reicht ihm völlig. Und natürlich eine Kiste voller Diamanten. Gucken wir mal nach den Slimes. Wenn hier keine Slimes sind, gehen wir wieder nach oben. Hören tue ich nichts. Oh. Genau. Entschuldigung. Ja, da kann man nichts machen, ne?
Ja, Leute, schade. Gut, aber nach oben gehen wir dann beim nächsten Mal. Dann zeige ich euch, ob er mit dem Holz vorhatte. Und dann gucken wir mal weiter, wie wir da oben noch ein bisschen rumwerkeln. Ja, vielen Dank erstmal fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.